Brandstätter Helmut, Brandstätter Henrike, Brandweiner, Titschitsch, Essel, Feichtinger, Fiedler, Fischer, Prinz, Racker, Rauch, Walter, Rausch. Abgegebene Stimmen 170, davon Ja-Stimmen 137, Nein-Stimmen 33. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung angenommen. 2020. Damals hat die Freiheitliche Partei eine Petition. Diese Impfpflicht, das ist ein Akt der Entrechtung. Da werden mit einem Schlag Millionen Österreicherinnen und Österreicher downgegradet, würde man auf Neudeutsch sagen. Sie sind keine eigenständigen, keine souveränen Menschen mehr, sondern sie kommen auf die Stufe von Befehlsempfängern, von Unterworfenen, von Knechten. Mit dieser Impfpflicht, meine Damen und Herren, wird in Österreich dem Totalitarismus der Weg bereitet. Es ist nichts anderes. Es ist die Einführung des Gesundheitskommunismus. Und es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir zur Bekämpfung eines chinesischen Virus das chinesische Gesellschaftsmodell in Österreich einführen, das sich durch vieles auszeichnet, aber nicht durch Freiheit und Demokratie. Die Impfung, insbesondere der Booster, schützt auch vor schweren Erkrankungen bei der Omikron-Variante. Das wissen wir bereits und deshalb ist eine allgemeine Impfpflicht nach wie vor der richtige Weg. Wenn wir aus dem Kreislauf des Auf- und Zusperrens und des Lockdowns heraus wollen, dann braucht es dieses Gesetz. Und ein Ende der harten Maßnahmen zum Schutz vor Corona, ich glaube, das wünschen wir uns alle.